Jedes Jahr im Herbst gibt es das Erntedankfest, ein besonderer Höhepunkt. Ich mache mir heute ein paar Gedanken darüber, was bedeutet das Erntedankfest für uns. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Ein über Generationen hinweg bekanntes Tischgebet und gern gesungenes Lied. Am Familientisch, im Kindergarten und bei Festen führt es Menschen zusammen, um für Essen, Getränke und die Zubereitung zu danken. Es besingt die Fülle der guten Gaben im Lebenskreislauf. Es erinnert an den Ursprung der Schöpfung. Alles, was wir haben, kommt von Gott umsonst. Das erfüllt die Empfangenden mit Dank. Wie herrlich ist es, über Märkte zu schlendern, die Fülle an Früchten in ihrer Vielfalt und Farbenpracht auf sich wirken zu lassen, die Düfte von Obst, Gemüse und Gewürzen zu riechen und zu schmecken. Welch eine Kraft geht vom Anblick eines reifen Getreidefeldes aus, das sich im Sonnenwind wiegt, oder einer bunten Blumenwiese, das Summen der Bienen, das Zirpen der Grillen und Tanzen der Schmetterlinge. Sie alle sind Sinnbild einer reichhaltigen Schöpfung. Die Gaben Gottes, die unseren Tisch decken, sind in Hülle und Fülle vorhanden. Genug für alle. Genug für Mensch und Tier auf der gesamten Erde. Erntedank. Gott sei gedankt. Ihm sei Dank für das Geschenk der Schöpfung im Anblick von reicher Ernte, schönen Früchten und vielfältigen Gaben fällt Danken leicht. Anders verhält es sich bei Naturkatastrophen, die meist zu menschlichen Tragödien werden. Dafür zu danken, ist fast unmöglich. Erst wenn sich ein Ausweg aufzeigt, über das Ereignis überwunden ist, kann sich Dankbarkeit wieder einstellen. Ein solches Zeichen der Dankbarkeit steht jedes Jahr auf den Cannstatter Vasen. Wie in München das Oktoberfest, gibt es auch in Stuttgart ein großes Herbstfest, die Cannstatter Vasen. Ursprünglich ein Erntedankfest der Landbevölkerung. Seinen Ursprung hat dieses Fest in einer überstandenen Hungersnot. Als Dank an Gott wurde eine Fruchtsäule 1817 von König Wilhelm dem Volk geschenkt, gefeiert mit einem Volksfest zur Erntedank. Man nannte die Elendsjahre auch 1800 und erfroren oder auch das Jahr ohne Sommer. Die Fruchtsäule auf dem Cannstatter Vasen steht stellvertretend für die kleinen und großen Naturereignisse bis heute. Sie will uns an den Dank für die Schöpfung erinnern und uns ermutigen, achtsam das Land zu bearbeiten und zu bewahren. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Gott befohlen.